Und die erste Rednerin kommt von der SPÖ. Es ist Verena Nussbaum. Zu meiner Linken und Rechten. Sehr geehrtes Hohes Haus, ja, die Neos bringen immer wieder Anträge ein, wo es um den Abbau der sozialen Absicherung in Österreich geht. So auch diesen Antrag in Top 15, mit dem soll die Notstandshilfeleistung mit der Sozialhilfe vermischt werden. Ich möchte vorweg klarstellen, dass wir als SPÖ für einen Abbau der sozialen Absicherung nie zu haben sein werden. Wichtig ist mir aber auch noch zu erwähnen, dass das Arbeitslosengeld und in weiterer Folge auch die Notstandshilfe Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung sind. Das sind Versicherungsleistungen und die Anspruchsberechtigten haben das durch ihre Beiträge bereits selber vorab finanziert, solidarisch finanziert, so wie bei uns die Sozialversicherung läuft. Wir lehnen daher eine Vermischung zwischen Sozialhilfeleistungen und Notstandshilfe dezidiert ab. Es wird den Menschen in unserem Land zurzeit sehr schwer gemacht, Arbeitsplätze zu finden. Und jetzt haben wir das Problem, dass das Vermittlungspotenzial von Menschen auch von einem Algorithmus berechnet werden soll. Dieser AMS-Algorithmus beschäftigt uns schon seit geraumer Zeit und wird uns auch noch länger beschäftigen. Und wir werden nicht verstummen, diesen zu kritisieren. Denn ich sehe die Entscheidung über die Zukunft eines Menschen durch ein programmiertes Computersystem als sehr gefährlich. Es bleibt bei der Beurteilung kein Spielraum für individuelle Bedürfnisse. Und ganz besonders dahingehend ist die Gefahr für Menschen mit Behinderungen. Als Beispiel möchte ich hier die Frage, die der Algorithmus aufwirft und der AMS-Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ankreuzen muss, als Beispiel nehmen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind lediglich eine Ja-Nein-Frage. Es wird hier nicht nach Details gefragt, wie die konkrete Beeinträchtigung ausschaut. Der Algorithmus berücksichtigt nicht, ob eine Person im Rollstuhl sitzt, ob sie eine Sehschwäche hat oder gehörlos ist. Diese Pauschalierung von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen würde dazu führen, dass vor allem Menschen mit Behinderungen für den Arbeitsmarkt noch unsichtbar gemacht werden und diese Diskriminierung weiter verstärkt wird. Das ist untragbar. Dankeschön.